Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern. Und wir haben gerade mit unserer Legio 5 erfolgreich zwei Armeen geschlagen mit 1800 zu 3000 und verloren 600 zu 27. Also passt. Das passt. Gut. Erstmal was trinken. Also ich. Warte, wo ist das jetzt? Ach, das ist da unten. Oh Mann. Und das. Sowas nervt mich bei Rome, ehrlich gesagt, weil der fällt jetzt raus. Das ist an sich gut. Aber er ist alleine und er hat nicht die zwei großen Armeen noch dabei. Ja, das mache ich halt dann automatisch, weil ich meine, das. Ja, schau, die Flotte zieht er jetzt zurück. Warum? Also es wäre für mich so viel schwerer, wenn er sich eingebunkert hätte. Naja. So. Provinzielle Migration. Provinzen, die weit entfernt von Rom sind, mangelt es oft an römischen Bürgern und Kultur. Ja, das stimmt. Unternehmer, Magnate helfen lokale Handelsvorhaben zu stärken und zu entwickeln. Steuereintreiber, Publikaner helfen sicherzustellen, dass die einheimischen Bevölkerung Romgebühren bezahlen. Und Landbesitzer, Landeigentümer helfen regionale Landwirtschaft und Produktion einzurichten und aufrecht zu erhalten. Genau, da bekommen wir dann Nahrung, Handel und Steuer. Ich würde Landbesitzer machen, weil Nahrung haben wir gerade echt wenig. Invasionsarmee geht an Land. Kind ist geboren, das ist wunderbar. Das ist eine Invasion. Naja, okay. Das da ist eine Invasion. Die Adler des Zeus. Und das ist unser Kaiser. Genau, den mussten wir ja wieder zurückziehen. Damit wir. Oh nein, nein, nein. Ach Gott. Nein. Ich wollte. Puh. Das ist jetzt nicht gut. Ich wollte eigentlich meinen Agenten hier vorschicken und scouten. Ach, habe ich mich verklickt. Gut, ja, jetzt mache ich das einfach automatisch, weil seine Armeen weg sind, ne? Das ist. Also ein bisschen, lame, aber mal. Gut, dann können wir hier. Machen wir eine Garnison draus. Das behalten wir. Dann, genau, Forschung ist gut. Brauchen wir hier Militär? Ja, ein bisschen vielleicht. So, du, was machst du denn? Du heilst immer noch, ja. Dich lasse ich mal heilen. Gut, wir sind jetzt 92 vor Christus. Warte. Hier. Und hier öffentliche Ordnung ist in Ordnung. Ah. Und Nahrung. Und bitte nochmal Nahrung. So, und hier machen wir auch Nahrung. Und hier, nee. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal plus 20, aber für so ein großes Reich ist das nicht sehr gut. Weil ihr seht schon, hier sind, je höher die Level der Gebäude werden, desto mehr kosten sie, also Nahrung oder eben öffentliche Ordnung. Und deswegen brauchen wir ein bisschen mehr Futter. So, Haus erweitert, Haus erweitert, Haus erweitert. Das ist gut. Vor allem,
Chance, feindlichen Agenten auszuweichen, das ist super. Warte mal, was hat denn mein Kaiser? Ah, der hat es. Super. Gut. Was hat der? Legion 5. Der hat nichts, der bekommt das. Super. Der hat eine neue Tradition. Ich mache wie eigentlich immer die unbezwingbaren Legionäre. Wobei, das wird ein Stratege. Dann wäre es sogar cool, wenn ich Hinterhälte mache. Dann könnte ich das auch öfters zeigen. Ja, gut. Dann mache ich die Legion 5 zur Hinterhaltsarmee. Gut. Alexandria. Warte mal. Ägypten wurde ja 78 vor Christus. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, Memphis können wir trotzdem schon mal angreifen. Beziehungsweise wir können denen schon mal den Krieg erklären. Die mögen uns eh nicht, ne? Ja. Kommt mir nicht daher wie ein Bettler aus der Wüste, wenn ihr etwas zu sagen habt. Ja. Der Verbündeter Saba. Okay, ja, das ist in Ordnung. Gut, dann ein neuer Feind. Was macht die Legion? Warte, die Spionin kommt jetzt auch mal nach hier. Siede werden wir jetzt noch nicht angreifen, weil wir haben ein paar Jährchen, bis wir das erobern müssen. Also wir haben bis 97 vor Christus, also nicht 97, sondern 72. Das ist das hier kommt noch nach der Türkei, also haben wir da wieder ein bisschen Zeit, was auch an sich nicht so schlimm ist, aber es ist halt, naja, an sich schlimm ist es nicht, aber es wird wahrscheinlich wieder darauf hinauslaufen, dass wir dass wir bis zum Schluss warten müssen und dann ja ist es halt kacke. Da sind wir wieder zu spät dran. 30 Runden warten und dann zu spät dran sein. So. So, was machst du? Du hast gescoutet. Und warte, was ist da unten? Okay, also die einzige Armee ist noch hier, die da. Okay, die ist in Gewaltmarsch drin. Wer bist du? Du kannst mal hier oben schauen, wie es hier bestellt ist. Du wirst aktiviert, du wirst aktiviert, du wirst aktiviert. Ihr beide bekommt nichts. Du bleibst da und Punkt. Du bleibst auch da. Du machst nichts. Du bekommst noch. Ui. Warte. Durch alle schweren Infanterie. Angriffsbonus für alle Einheiten geht bis 12. Komm. 12% Erfahrung und Moral. Waffenschaden für alle schweren Infanterie. Kavallerie ist auch wichtig. Durch Anwesenheit eigener Kultur, Moral bei eigenem Unterhalt. Verstärkungsrate. Also Verstärkungsrate ist auch jedes Mal sehr attraktiv. Gegen Plünderte. Ja, Plünderte habe ich nicht so. Die Probleme. Rekrutierungskosten, Moral, Auxiliar. Naja, wir haben eigentlich jetzt. Das sind sehr schwere Mittel.
Leichte. Okay. Ja, doch. Wir setzen ja eigentlich auf schwere und sehr schwere. So. Gut. Genau, hier sind zwei Prätorianer dabei. Nahkampfangriffswert ist halt mit 120 oder 113 extrem. Und Moral sind bei allen über 100. Das ist super. Gut. Dann, der hat ja immer noch was. Ah, genau, der hat noch was. Schutz durch Agenten. Das ist gut. Angriffsbonus für alle Einheiten ist super. Der ist aber schon, ja, okay, der ist schon ein bisschen älter. Auf in die Schlacht. Angriffsbonus für alle Einheiten. Präsenz. Ja, Angriff. Nahangriff und Schüsse. Warte, Schüsse pro Minute? Ja. Das brauche ich eigentlich jetzt nicht, weil Schüsse pro Minute, das bedeutet auch gleichzeitig, dass die Schüsse halt schneller weggehen. Ich brauche Damage für Schüsse. Schüsse pro Minute. Nahkampfangriff, ja, aber nur zwei. Motivieren und sammeln. Auf in die Schlacht. Kriegsschrei. Ja, da ist die Präsenz schon attraktiver. Angst und Einschüchtern will ich nicht. Schüsse pro Minute. Ja, Seesoldat. Dann mache ich die Tugend. Weil Präsenz ist gerade. Ja, oder. Ich kann mich nicht entscheiden. Angriffsbonus. Ja, komm. Angriffsbonus ist, hat mich jetzt überzeugt. Gut. Du machst immer noch nichts. Wie geht's denn uns? Unserem Reich 0%, das ist super. Minus 1, minus Loyalität sichern. Loyalität sichern. Charaktere. Du gehst mal Diplomat entsenden. Minus 200. Ja, Neukarthago. Gut, die geht jetzt mal zu Galeka. Du gehst mal zu Geten. Oder nee, Massilia. Du gehst mal Seleukiden, muss ich ja auch irgendwann besiegen. So. Da bekommt er doch keine Kinder hier. Der bekommt auch keine Kinder. Okay, so. Dann würde ich sagen, sind hier diese Runde Eindringlinge. Ja, ist in Ordnung. Gut, weiter geht's. So, Errungenschaft. Wir sehen Grand Tour. Wenig Wert in weiterem Blutvergießen. Ich schon. Vor allem in weiteren Blutvergießen, wir haben noch nicht mal angefangen. Aber das finde ich ja gerade seltsam, dass die versuchen, Frieden zu bekommen, weil ich bin ja nicht vertrauenswürdig. Oder hat sich das wieder geändert? Das könnte natürlich auch sein.
Na, der. Der kommt wieder. Ah, dieses Mal könnte ich sogar automatisch machen. Pyrosieg. Na gut, dann schnell speichern. Und dann würde ich sogar sagen, dass wir diese Runde nur ganz kurz machen, quasi, also jetzt aufhören, weil ich muss vorproduzieren für meinen Meister, der gerade ist. Und dann lassen wir es bei 15 Minuten und nächste Runde kommt die große Schlacht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Sega. Sie müssen bestraft werden!